Wenn plötzlich die Stimme versagt, ist das für einen Sänger ein Desaster. Genau das erlebte kürzlich Schlagerstar Roland Kaiser, 67. Die Schockdiagnose: akute Stimmbandentzündung. Leider haben mir die Ärzte für diese Woche ein striktes Auftrittsverbot erteilt, ließ er seine Fans im Herbst via Facebook wissen. Ich werde mich diesem schweren Herzens fügen und bitte meine Fans um Verständnis. Wer hätte da kein Verständnis? Vor allem bei der Vorgeschichte von Roland Kaiser. Schon viele Jahre litt er unter der chronischen Lungenkrankheit COPD, bevor er sich 2010 einer Lungentransplantation unterziehen musste. Kein Wunder also, dass Fans des Sängers besonders sensibel reagieren, wenn es um die Gesundheit ihres Lieblings geht. Denn immerhin musste Roland Kaiser einige Konzerte absagen. Er werde sich im Urlaub auskurieren, versprach der Künstler. Ob er diese Zeit auch nutzte, um sich Gedanken über seine Zukunft zu machen?